Und dann darf ich jetzt meine drei Speaker vorstellen. Das eine zu meiner Linken, Andreas Gilhuber, Andi, hat bereits 30 Jahre Berufserfahrung in der IT und in der KI und hat unter anderem gearbeitet für BMW und Siemens und ist bei IT vor allem zuständig für die Delivery und die Umsetzung der Projekte bei den Kunden. Genau, und dann haben wir zu meiner Rechten ist Johannes. Johannes hat auch über 10 Jahre Erfahrung in Data Science und KI und ist bei Alexander Tamm GmbH verantwortlich für unser Exzellenzcluster Explainable AI. Genau, und dann der dritte im Bunde, das ist der Luca Bruder. Er hat einen Hintergrund in Cognitive Neuroscience, kombiniert mit Reinforcement Learning und leitet daher auch ein großes Research-Projekt bei uns zum Thema autonomes Fahren. Und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Speaker und die Einführung. Andi, bitteschön. Vielen Dank. Ja, hallo und grüß Gott auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders, heute auch bei dem Webinar dabei zu sein. Ich möchte tatsächlich eine einfache Einführung geben, damit wir alle verstehen, für was ist Explainable AI oder eben erklärbare KI gut und was ist vielleicht ein möglicher Use Case, ein mögliches Anwendungsszenario, das man sich hier vorstellen kann. Wir stellen uns jetzt einen Fall vor aus dem Versicherungswesen und zwar geht es da um die Kfz-Haftpflichtversicherung. Und ihr seht hier als Protagonisten den George und der George wurde kreiert auch schon mit einer sehr weitreichenden KI, nämlich mit einem generativen Modell und zwar mit DALL-E, wer das kennt. Und immer links oben ist dann der sogenannte Prompt, ja, also der Satz, den wir hier in die Titelzeile geschrieben haben, this is George. Und alleine mit dieser Zeile wurde dann automatisch von einer künstlichen Intelligenz dieses Bild generiert. Und so haben wir das auch für die folgenden Slides gemacht. Und ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Illustration, wie eben künstliche Intelligenz heute schon Texte, aber eben auch Bilder vollautomatisch anhand sehr weniger Eingaben automatisch generieren kann. Ja, jetzt nochmal zurück zu unserem Case. Also dies hier ist George. Und wir haben jetzt folgende Situation. George hatte einen Autounfall und sein Auto wurde beschädigt. Das ist also ein Fall für die Haftpflichtversicherung für das Auto typischerweise. Und was macht George? George ruft also direkt erstmal bei der Versicherungsagentur an oder bei der Versicherung an und möchte natürlich den Schaden melden. Auf der anderen Seite geht Anna ans Telefon. Anna ist die Versicherungsagentin oder Sachbearbeiterin und erklärt ihm eben, was jetzt genau zu tun ist, damit er diesen Schaden aufnehmen und anschließend mit der Versicherung regulieren kann. Wie gesagt, alle Bilder sind hier automatisch generiert worden von der künstlichen Intelligenz, nur mit den Sätzen, die ihr hier eben als Prompt seht. George nimmt also sein Handy zur Hand und sendet entsprechende Fotos von seinem Auto, wo man den Schaden sehen kann, mit all den Details dieses Unfalls zu seiner Versicherung. Und was passiert nun anschließend? Er muss natürlich auch dann sein Auto zu einem Gutachter bringen, typischerweise eine Reparaturwerkstatt. Und diese Werkstatt schätzt dann eben auch den Schaden ein und dieser Schaden oder diese Einschätzung, das Angebot für die Schadensregulierung wird dann eben auch an die Versicherungsinstitution geschickt. Ja, das Dokument, wo also dieses Angebot für die Reparatur vermerkt ist, das zeigt auf, dass ein recht hoher Schaden entstanden ist und dass entsprechend der Preis, um das reparieren zu lassen, sehr hoch ist. Und mit diesem Angebot wird das Ganze dann auf der Versicherungsseite wiederum in einen recht komplexen Algorithmus gesteckt. Und dieser Algorithmus prozessiert eben genau diesen Unfall und die entsprechenden Daten, die zum Beispiel über das Angebot eingesendet wurden. Auf dem Computer sieht nun die Anna auf der Versicherungsseite die Ergebnisse und sie war dann doch sehr überrascht, was sie da auf ihrem Bildschirm sieht. Denn basierend auf ihrer Beurteilung und ihrer Erfahrung
hätte sie eigentlich diese ganze Schadensabhandlung, so wie sie ihr eingereicht wurde, komplett abgelehnt. Und warum hätte sie das abgelehnt und was für eine Problematik steckt dahinter? Da kommen wir gleich drauf. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch noch den George. Und er war auch erstmal schockiert, als er die Ergebnisse auf seinem iPhone sah und entsprechend die Schadensregulierung, die hier ihm mitgeteilt wurde. Und er dachte sich, na wunderbar, der Schaden wurde so hoch eingeschätzt, mit der Summe, wenn ich die bekomme von der Versicherung, da kann ich mir eigentlich ein brandneues Auto kaufen. Insofern gab es hier durchaus sehr unterschiedliche Beurteilungen auf der, sagen wir mal, Klientenseite gegenüber der Seite der Versicherung. Und beide, nämlich George und Anna, waren etwas aufgeregt und haben sich dann auch eben im Versicherungsbüro getroffen und wollten eben diesen Schadensvorfall klären und besprechen, weil beide eben sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen hatten und doch sehr irritiert waren über das, was hier auf der Versicherungsseite durch den Algorithmus berechnet wurde. Ja, das Problem war in dem Fall tatsächlich, dass dieser interessante künstliche Intelligenz-Algorithmus ja eigentlich nur sehr wenig Geld auszahlen wollte und auf der anderen Seite ja ein recht hohes Angebot von der Reparaturwerkstatt zur Verfügung stand, sodass eben George eine viel höhere Versicherungssumme erwartet hatte. Und ich denke, genau an diesem Beispiel sieht man eben, dass es schnell zu Problemen kommen kann, wenn man eben solche Fälle hat. Und es kann dazu führen, dass eben die Kunden sehr unzufrieden sind und sich beschweren. Und natürlich möchte die Versicherung auch nicht, dass solche Vorfälle sich wiederholen und dass sozusagen die Erwartungen auf der versicherten Seite als auch die Erwartungen auf der Versicherungsseite, dass die nicht zusammenpassen. Das möchten sie möglichst vermeiden und den damit entstehenden Ärger auch vermeiden und natürlich die unterschiedliche Erwartungshaltung. Ja, das Comic ist gleich zu Ende. Aber was hier eben auch noch aufgezeigt wird, und das sind ja auch ganz aktuelle Themen, wir haben eben den AI-Act und entsprechende europäische Regulierung, die dann umgesetzt wird in deutsches Recht unter anderem. Und natürlich möchten die Versicherungen auch nicht, dass hier entsprechend solche Fälle ja hochkommen, wo man eben sagt, Moment, da steckt vielleicht eine künstliche Intelligenz dahinter mit einem bestimmten Algorithmus, der eigentlich von außen nun sehr schlecht nachzuvollziehen ist und wo man zu sehr komischen Ergebnissen kommt, die zumindest erstmal nicht so richtig verständlich und erklärbar sind. Daher ist also die Versicherung aufgefordert, auch zu agieren und eigentlich Licht eben ins Dunkle zu bekommen. Ja, hier ist eben nochmal dargestellt, dass zum Glück in diesem Beispielfall die Versicherung auch gerade schon compliant ist mit dem europäischen AI-Act und eben entsprechend sich auch darauf einstellen muss und eben auch entsprechende Transparenz darstellen muss für die Algorithmen, die sie verwendet und auf der anderen Seite eben auch Themen wie Bias verhindert oder vermeidet. Ja, alles in allem war es eben genau jetzt ein Fall, wo zum Glück Explainable AI eine positive Rolle gespielt hat. Das heißt, es wurden nun in diesem Beispielfall entsprechende Charts zur Verfügung gestellt, sodass George und Anna beide Erklärungen fanden und sozusagen diese Charts analysieren konnten und aufgrund dieser Analyse eben auch verstanden haben, welche Faktoren, welche Features dann letztendlich die automatisierte Schadensevaluation beeinflusst haben. Genau das sind Algorithmen, die man eben braucht und Ergänzungen zu den Algorithmen, die man braucht, um hier das Vorgehen des Algorithmus oder des Machine Learning-Algorithmus auch zu verstehen. So, in diesem Beispiel kommen wir dann zu dem Happy End. Beide verstehen jetzt genau, was passiert ist und wie das Ergebnis zustande kam. Und insofern sind beide nun happy und freuen sich und konnten den Fall gut aufklären. Das ist jetzt natürlich ein fiktiver Fall. Er sollte auch ein bisschen lustig dargestellt werden als Einführung, warum eben Blackbox-Algorithmen erstmal nicht so ohne weiteres erklärbar sind für alle,
denkbaren Szenarien. Und nochmal zur Erinnerung, das Comic, das wir hier verwendet haben, das ist eben vollständig automatisch generiert worden von einer künstlichen Intelligenz. Auch dort ist für uns erstmal nicht direkt ersichtlich, warum jetzt genau welche Bilder gewählt wurden oder zusammengesetzt wurden. Also eigentlich auch die Story selbst ein wunderbares Beispiel für ja, Blackbox-Algorithmen und Themen, wo man eben sagt, da hätte man eigentlich ganz gern mehr Licht ins Dunkle dieser Blackbox-Algorithmen. Ja, mit diesen kleinen Beispielen als Einführung möchte ich jetzt gerne überführen zum Johannes. Und Johannes darf dich bitten, das nächste Kapitel zu übernehmen. Ja, danke, Andi. Hallo auch nochmal von mir. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen genauer darauf eingehen, was ist eigentlich Explainable AI, erklärbare KI, was gibt es da für Verfahren, wie funktioniert das? Da denke ich, lohnt sich vielleicht nochmal kurz ein Recap von der Geschichte der KI, auf eine gewisse Weise geframed jetzt hier. Angefangen hat ja eigentlich alles Mitte des letzten Jahrhunderts mit regelbasierten Logiken. Und das kann man sich so vorstellen, dass da im Prinzip Experten ihr Wissen benutzt haben und vielleicht auch empirische Informationen, also von aus Daten ermittelte Empirik, eben benutzt haben, um regelbasierte Algorithmen zu schreiben und die Parameter festzusetzen. Manchmal waren diese Parameter auch statistische Größen, die sich also auch mit den Daten ändern konnten. Aber im Wesentlichen die Logik, wie die Daten verarbeitet wurden, ist festgelegt, definiert gewesen. Und das führt sozusagen dann auch zu einer definierten Funktion hier in der dritten Box zu sehen, die hier von der ja, man kann es auch KI nennen, wenn man möchte, durchgeführt wird. Das Ganze führt dann zu einem Output. Und der Benutzer dieser Algorithmen kann die Ergebnisse dann verwenden, hat sich aber natürlich dann oft auch in der Praxis gefragt, oder es ist zumindest eine relevante Frage gewesen, kann ich denn diesen Experten, die das ganze Schema so aufgestellt haben, auch vertrauen? Haben die das überhaupt richtig gemacht? Haben die alles berücksichtigt, was ich persönlich berücksichtigen würde oder nicht? Und eine wichtige Frage, die sich auch damals schon gestellt hat, ist, wie können wir denn das erweitern auf viel komplexere Probleme? Man kann sich vorstellen, in einfachen Fällen kann man einfache regelbasierte Algorithmen relativ unkompliziert machen. Da kann man Wenn-Dann-Fragen stellen und so weiter. Wenn ein Wert größer als 0,5 ist, geh nach rechts, ansonsten nach links oder so. Aber da kommt man natürlich sehr schnell an Grenzen. Und das ist dann auch die Stelle, wo dann eben die moderne KI ins Spiel kommt, hier jetzt auch geframed auf der linken Seite als Blackbox AI. Hier ist der große Unterschied der, dass wir die Parameter des Modells erlernen lassen. Ja, deswegen auch Machine Learning. Und als Input haben wir nicht mehr das Expertenwissen in dem Sinne, sondern wir haben einen Trainingsdatensatz und ein Ziel. Das heißt, eine Metrik, anhand der wir bewerten, wie nah ist das Machine Learning Modell an den Trainingsdaten oder an dem gewünschten Outcome. Insofern ist also hier eine Funktion erlernt worden aus den Daten. Und da stellen sich natürlich jetzt andere Fragen. Und zwar, wie können wir jetzt sicherstellen, dass das, was in dem Algorithmus passiert, auch dem entspricht, was wir als als logische Schlussfolgerung betrachten würden. Ist es nur Zufall, dass die Maschine das vorhersagt, was wir möchten, dass es vorhersagt? Wie ist es, wenn wir das in einer anderen Situation anwenden, auf neuartige Daten? Wie können wir sicherstellen, dass es auch dann das Richtige ausgibt? Können wir der KI vertrauen? Und diese Fragen haben im Wesentlichen dazu geführt und wie der Andreas jetzt auch schon angemerkt hat, auch durch Regulatorien und so, die es zunehmend gibt, also Anforderungen an die KI-Systeme, dass mehr und mehr in den Vordergrund rückt, wie können wir diese Systeme wirklich auch transparent machen und verlässlich und nachvollziehbar. Und hier ist der große Unterschied nun in den Verfahren, dass man zusätzlich zum Erlernen des Algorithmus selbst oder der Parameter des Algorithmus selbst
auch ein Erklärungsmodell trainiert. Und diese Erklärung kann man nicht nur dafür nutzen, den Benutzer der KI zu überzeugen, dass das Ganze verlässlich ist oder auch unverlässlich oder transparent machen, sondern man kann das auch nutzen, um wiederum das Modell nachzuschärfen. Also man kann das auch wirklich nutzen, um selbst besseres Verständnis als Entwickler für ein Machine Learning Modell zu bekommen und nachzuschärfen, das Modell weiter zu optimieren. Gut, so viel zu der Historie oder zu einem historischen Aspekt davon. Und um dem Ganzen noch so ein bisschen Support zu geben, hier noch eine kleine Statistik, die wir gefunden haben, also eine Marktanalyse, wo geschätzt wird, oder ein Forecasting, wo geschätzt wird, dass sich wirklich auch der Marktwert von KI in den nächsten 10 Jahren enorm erhöhen wird. Und ja, das spiegelt eigentlich ganz gut unseren Eindruck, dass eben das der nächste natürliche Schritt ist in der Entwicklung von KI-Modellen. So, ja, wir haben jetzt schon öfter den Begriff Blackbox-Modelle benutzt. Ja, Blackbox, Englisch, schwarze Box, ja, sehen wir hier in der Mitte. Was meinen wir damit? Wir meinen damit ein KI-System, das so komplex ist, dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, was da drin passiert. Wenn wir da einen Input reinschicken, jetzt hier links nochmal George mit seinem Foto von dem Schaden. Wie wird aus diesem Input irgendein Output, zum Beispiel eben jetzt hier, dass der Schadenfall anerkannt wird oder nicht? Wir haben da keinen Einblick, deswegen Blackbox-Model. Und Ziel von KI ist eben genau, diese Blackbox transparent zu machen und uns die Möglichkeit geben, zu verstehen, was da im Inneren passiert. Typischerweise funktionieren sämtliche Explainable AI-Modelle, zumindest ein sehr großer Teil davon, wirklich in so einer Art iterativen Prozess, wo es darum geht, im Wesentlichen, wie schon gesagt, das Modell zu verstehen. Wie kann man das machen? Das ist tatsächlich auch vielleicht wie ein Kind rangehen würde, wenn es so etwas hat, was es nicht versteht. Es probiert ein bisschen anders. Ja, in dem Fall, wir probieren einfach ein bisschen andere Inputs aus. Zum Beispiel, indem wir die Inputgröße leicht verändern oder ganz anderen Input nehmen oder künstlichen Input erzeugen und schauen mal, was dann das Modell macht. Ändert sich die Vorhersage des Modells? Ändert sich das Outcome des Modells und können wir daraus wieder Verständnis generieren und so dann letztlich eine Theorie über das System zu entwickeln. Und das kann man halt iterativ wiederholen, solange bis man zufrieden ist. Deswegen sind diese Verfahren auch meistens sehr kosten, braucht viele Operationen auf den entsprechenden Hardware-Systemen, weil man diese ganze Inferenz des Machine Learning-Modells immer wieder durchführt. Und somit ist das also relativ aufwendig, aber mit den neuen technologischen Entwicklungen wird auch das immer mehr handelbar. Dann kommen wir mal zu dem ersten Verfahren, das ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist in dem Fall Class Activation Maps. Das wird im Image-Processing-Bereich Computer Vision eingesetzt. Und die nächsten Slides sind jetzt auch immer nach diesem Schema. Wir haben links die Eingangsdaten, in der Mitte die ein paar Details zu dem Verfahren und auf der rechten Seite dann, wieso das Ergebnis aussehen könnte. In dem Fall hier haben wir wieder den George, macht ein Foto von seinem Fahrzeug. Somit ist also das beschädigte Fahrzeug die Inputgröße. Und das Ganze wird jetzt in dem Fall hier schematisch dargestellt, in der Mitte in ein neuronales Netz eingefüttert. Und als Ergebnis bekommen wir, ob der Schadenfall anerkannt wurde oder nicht. Die Class Activation Maps, die nutzen jetzt ein Feature von neuronalen Netzen, nämlich dass man in den Gradienten, in den Veränderungen der Signale, die durch das Netzwerk wandern, ganz gut erkennen kann, welche Attribute in dem Input wichtig waren für die jeweilige Entscheidung. Dargestellt ist das Ganze dann typischerweise mit so einer Heatmap hier, so einer Temperaturkarte, ja. Wo man sieht, die roten Bereiche in dem Bild sind besonders wichtig gewesen für diese Schadenserkennung in dem Fall.
Man sieht zum Beispiel auch, dass im Hintergrund der weiße Van auch durchaus ein bisschen eine Rotfärbung bekommen hat. Macht auch Sinn, ist ja auch ein Auto. Während jetzt die Straße oder der Gehweg oder die Bäume im Hintergrund eher im blauen Bereich liegen und damit also eine niedrige Attribuierung zu diesem Outcome bekommen haben. Der Vorteil von diesem Modell ist natürlich, dass es sehr gut für uns zu interpretieren ist, also das Ergebnis. Ja, wir sehen visuell tatsächlich, was war denn wichtig an diesem in dem Bild, was hat zu der Entscheidung der KI geführt. Es ist auch relativ einfach zu benutzen, also die Implementierung im Programmcode ist sehr, sehr einfach. Allerdings einige Methoden, die man dafür verwenden kann, die dann vielleicht auch ein bisschen genauer nochmal eingehen und ein bisschen mehr Details im Bild erkennen können, die erfordern halt ein sehr detailliertes Wissen über über das Modell selbst. Sind somit nicht so genannt Model-Agnostic. Dann die zweite Methode, die ich euch vorstellen will, ist auch eine sehr, sehr viel benutzte Methode. Das sind die sogenannten Shep-Werte oder Shapley-Werte. Es kommt aus der Spieltheorie. Da könnte man sich jetzt als Input alles Mögliche vorstellen, zum Beispiel die Fahrzeugdaten oder auch, wie vorher angesprochen, zum Beispiel die Rechnung von dem oder das Angebot von dem von der Werkstatt. Schlüsselelement von dieser Shapley-Analyse ist im Wesentlichen, dass Feature-Importances gemessen werden. Das heißt, diese Methode geht der Frage nach, welche Eingangsdimension in den Daten spielt eine große Rolle, um einen gewissen Output zu erhalten. Also jetzt hier schematisch dargestellt, das ist zum Beispiel ein elektrisches Auto in der Mitte und ein nicht elektrisches Auto, die beide am gleichen Ort auf der Erde stehen und weiß ich nicht, die gleiche Bereifung haben, ja. Und das eine wird angenommen, das andere nicht. Da ist dann relativ klar ersichtlich jetzt in dem Sketch hier, dass dann wahrscheinlich das Feature elektrisches Auto oder nicht elektrisches Auto hier entscheidend war, um den Schadenfall anzunehmen oder nicht. Spannend ist eben, dass es aus einem mathematischen Bereich der Spieltheorie kommt und damit auch theoretisch sehr gut fundiert ist. Die Daten werden, um diese Wichtigkeiten der Features zu ermitteln, werden die Daten halt permutiert, also ganz oft sozusagen durchgewürfelt und getestet, was es halt schon auch sehr rechenaufwendig macht, wie man hier auf der rechten Seite in den Pros und Cons sieht. Die Ergebnisse werden dann typischerweise so dargestellt in dieser Art von Grafik, wie wir sie auf der rechten Seite sehen, wo man jetzt als Beispiel erkennen kann, dass mehrere der Eingangsgrößen für diesen Fall hier wichtig waren. Je größer der Balken, desto wichtiger. Also zum Beispiel die Zahl der Unfälle, die bisher schon bei diesem Fahrer sozusagen registriert wurden, ist hier sehr wichtig. Die Art des Fahrzeuges ist wichtig. Und jetzt irgendwie erstaunlicherweise auch das Geschlecht, ja. Und das ist jetzt so ein Fall, wo eben die Wichtigkeit von erklärbarer KI highlightet, da wir nicht wollen normalerweise in einem Fall wie der Versicherungsindustrie, dass das Ganze abhängig vom Geschlecht ist. Das wäre eine klare Diskriminierung. Wir würden das jetzt Bias nennen in der Welt des Machine Learnings. Oder auch das Alter der Person sollte eigentlich keine Rolle spielen. Zumindest nicht in einer Kfz-Versicherung bis zu einem gewissen Grad. Und so haben wir halt mit einer Möglichkeit wie den Shap-Analysen oder Shap-Werten solchen Biases auf die Schliche zu kommen. Ein sehr ähnliches Verfahren sind die LIME-Modelle. Da geht es darum, dass wir einen sehr ähnlichen Datenpunkt im Eingangsraum sozusagen finden wollen.
man kann sich so vorstellen, jeder Fall, der hier reinkommt bei der Versicherungsgesellschaft, entspricht einem Datenpunkt. Ja? Und es ist möglicherweise schwer, den gesamten Datenraum erklären zu können und an jeder Stelle im Datenraum, also für jede Art von Versicherten, von versicherter Person oder für jede Art von Werkstattrechnung oder so, ein gutes Erklärungsmodell zu finden. Aber was man machen kann, ist, man kann in der Nähe, wir würden sagen, in der Nähe dieses Datenpunkts, kann man sich das Verhalten des Modells anschauen. Das bedeutet, wie schaut die Entscheidung der KI aus, wenn wir in der Eingangsgröße ein bisschen was verändern? Wenn wir wenn wir den Datenpunkt leicht verschieben in diesem Datenraum. Und das hat den Vorteil, dass wir da lokal ein einfaches Modell trainieren können, das lokal uns diese Dynamik dort abbilden kann. Und wo wir verstehen können, wie es funktioniert. Das heißt also, wir nutzen einfache sogenannte Surrogatmodelle, um komplexe Modelle lokal zu erklären für einzelne Datenpunkte. Genau, die Art, wie das dann dargestellt wird, ist ganz ähnlich wie bei SHAP. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Im Endeffekt haben wir da auch wieder diese Feature Importances, also diese Wichtigkeit von den einzelnen Eingangsgrößen. Allerdings in dem Fall bezogen eben auf einen Datenpunkt, also auf den spezifischen Fall und nicht wie bei SHAP für das ganze Modell im Generellen. Das nächste Verfahren, das ich euch vorstellen möchte, sind die Counterfactual Explanations. Das ist vielleicht von den Verfahren, die wir jetzt hier besprechen, das, was man am ehesten mit einer Erklärung in dem Sinne verbindet, weil man das sehr schön verbalisieren kann. Hierbei werden auch, ähnlich wie bei Lime, in der Nähe des entsprechenden Datenpunkts Fälle gesucht, für die sich die Vorhersage des KI-Modells verändert. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Farbe des Fahrzeugs ändern würden oder wenn wir jetzt die Größe des Fahrzeugs ändern würden oder irgendwelche Komponenten von dem Fahrzeug oder das Geschlecht des Fahrers oder der Fahrerin, hätte das dann einen Einfluss auf das Modellergebnis. Zum Beispiel jetzt hier im letzten Stichpunkt in der Mitte skizziert, ja, wenn George eine Frau wäre, würde dann der Fall immer noch akzeptiert werden? Wenn nicht, ja, dann hätten wir da eindeutig einen Bias. Und auf diese Art, wenn man das so analysiert, kriegt man halt wirklich sehr klare Erklärungen. Das ist sehr gut interpretierbar für uns Menschen. Es sind nicht einfach nur irgendwelche Zahlenwerte, sondern man sieht wirklich, okay, wenn dieses sich so und so verändert hätte, dann hätte sich das Verhalten vom Modell auch verändert. Allerdings ist die Kunst dann so ein bisschen auch das Ganze zu beschränken auf wichtige sogenannte Counterfactuals, da man sich natürlich vorstellen kann, ja, wenn ich jetzt dem Auto Flügel geben würde, würde sich wahrscheinlich auch die Vorhersage ändern, aber Autos haben halt keine Flügel, deswegen macht es auch keinen Sinn, sich diesen Fall anzuschauen. Da muss man also genau überlegen, was man sich genau anschauen möchte. Und ja, damit möchte ich dann auch an den Luca übergeben, der euch ein paar Anwendungsbeispiele zu diesen Methoden zeigen wird. Ja, vielen Dank, Johannes. Von mir auch nochmal die Erinnerung, falls ihr Fragen habt, gerne stellen. Wir beantworten die dann im Nachgang und versuchen, irgendwelche Diskussionen aufzubauen. Damit würde ich dann gerne ein bisschen in die Use Cases einsteigen. Also wir haben nochmal ausführliche Beispiele mitgebracht, wo Explainable AI oder erklärbare KI eine Rolle spielen kann in der Praxis. Der erste Use Case, den wir da diskutieren wollen, ist autonomes Fahren. Im Bereich autonomen Fahren spielt natürlich Sicherheit eine sehr große Rolle. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Verantwortung für die Vorkommnisse im Verkehr klar sind. Das heißt, hier spielt eine Erklärbarkeit von Modellen eine große Rolle. Ist natürlich so, dass die Modelle, die im autonomen Fahren genutzt werden, also
Verstärkungslernen oder Reinforcement Learning Modelle sehr kompliziert sind. Das heißt, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, warum, auf welcher Basis eine Entscheidung getroffen wird. Und da kann natürlich Explainable AI oder erklärbare KI eine große Hilfe sein, nachzuvollziehen, warum ein autonomes Fahrzeug eine Entscheidung getroffen hat. Also wenn zum Beispiel eine Verkehrssituation entsteht, kann man mit Hilfe von Methoden, die Johannes ja auch gerade vorgestellt hat, Erklärbarkeit schaffen. Ein Beispiel, was gerade im Verkehr eine große Rolle spielen kann, ist da diese Class Activation Maps. Class Activation Maps zur Erinnerung sind besonders interessant bei Kameradaten, also bei Bilddaten, wie sie auch im Verkehr eine große Rolle spielen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Verkehrssituation vom Auto beurteilt wird und das Auto eine Entscheidung trifft, können wir mit Hilfe von CAM diese Entscheidung durch das neuronale Netzwerk zum Beispiel zurückverfolgen und auf dem Bild sozusagen hoch highlighten, welche Bereiche des Bildes besonders wichtig für die Entscheidung des Autos waren. Wie schon gesagt, spielt das natürlich eine große Rolle im Bereich autonomen Verkehr, weil hier Sicherheit wirklich zentral ist. Das heißt, wir müssen Unfälle vorbeugen, und wenn wir ein Modell in der Praxis nutzen wollen, müssen wir natürlich vorher wissen, was ist die Entscheidungsgrundlage des Modells, und nutzt es auch die richtigen Gründe in einem Bild, um eine Entscheidung zu treffen. Mit CAM können wir dann sozusagen diese Gründe abbilden, und die sind leicht zu interpretieren. Das heißt, wir wissen, okay, dieser Bildbereich spielt die größte Rolle in der Entscheidung des autonomen Fahrzeuges, und wir können sozusagen damit dann auch in der Voranalyse des Modells herausfinden, ob das Modell auch die richtige Logik anwendet. Natürlich, wenn es um in den Bereich Verantwortung geht, kann man auch post-hoc, nachdem ein Unfall passiert ist, die Gründe für diesen Unfall untersuchen und im Nachhinein herausfinden, warum das Modell falsch reagiert hat, beziehungsweise das autonome Fahrzeug. Eine große Rolle spielt natürlich auch, das darf nicht vergessen werden, die Akzeptanz der Nutzer von autonomen Fahrzeugen. Das heißt, Erklärbarkeit kann auch hier einen großen Beitrag leisten, weil wir jemandem, der in dem Auto fährt, zum Beispiel auch klar machen können, warum gerade das Auto eine gewisse Entscheidung trifft, und das als Feedback den Fahrer oder den Beifahrer in dem Sinne geben können und so Vertrauen schaffen zwischen dem Nutzer und dem Fahrzeug. Und damit würde ich gerne zum nächsten Use Case weiterspringen. Der nächste Use Case, den wir mitgebracht haben, ist im Bereich Finance und Banking. Sehr klassischer Fall, wo es um die Vorhersage von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten geht. Der Bankensektor ist natürlich ein sehr hoch regulierter Sektor, wo es viel darum geht, dass die Modelle, die genutzt werden, um gewisse Daten vorherzusagen, auch durchschaubar und erklärbar sind, damit man vor dem Regulator dann klar machen kann, warum diese Entscheidung dann getroffen wird im Zweifelsfall. Auch hier kann Explainable AI oder erklärbare KI wieder uns einen großen Schritt weiterbringen, weil es uns ermöglicht, hier komplexe Machine Learning Modelle anzuwenden, die natürlich einen großen Mehrwert haben, ohne dass wir dabei in die Erklärungsnot geraten, warum die Entscheidung getroffen wurde. Also wenn man sich den Fall vorstellt, dass zwei Menschen einen Kredit beantragen und diese aufgrund von verschiedenen Merkmalen dann wieder akzeptiert oder abgelehnt werden, können wir mit den verschiedenen erklärbaren Methoden dafür sorgen, dass wir im Nachhinein auch bei kritischen Fragen begründen können, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Genau, und die Methode, die ich hier in diesem Kontext auch nochmal vorstellen wollte, ist die Chat-Methode, die Johannes auch gerade schon beschrieben hatte. Nochmal zur Erinnerung, in dieser Methode ist es so, dass wir die einzelnen Merkmale der verschiedenen beantragenden Parteien permutieren, also durch randomisieren und schauen immer wieder, wie reagiert das Modell auf diese Veränderungen. Das heißt, wir halten viele Merkmale konstant, tauschen immer wieder einzelne aus und schauen, ob das Modell anders reagiert. In dem Beispiel auf der Grafik sieht man hier, dass zum Beispiel die meisten Dinge konstant gehalten werden, aber das Geschlecht sich ändert, und Chap ist in der Lage, durch ganz oft ausprobieren, herauszufinden, dass das ein Faktor ist, den das Modell scheinbar für wichtig erachtet, was natürlich ein Problem sein kann, in diesem Fall zum Beispiel, weil wir natürlich eigentlich nicht wollen, dass das Geschlecht hier eine Rolle spielt. Das heißt, wie Johannes auch eben schon beschrieben hat, wir können hier die Wichtigkeit verschiedener Merkmale uns errechnen durch dieses wiederholte Ausprobieren und können dadurch wirklich
detailliert abbilden, warum ein Modell diese Entscheidung trifft, was natürlich wichtig ist auf der einen Seite, um das im Nachhinein erklären zu können, aber auch natürlich intern ein wichtiger Faktor ist, um zu wissen, warum Entscheidungen getroffen werden, wenn es um Reporting geht und so weiter. Zusätzlich ist SHAP auch in der Lage, uns Informationen zu liefern, die so ein bisschen über Segment, die ein bisschen uns ermöglichen, gewisse Kundensegmente auch zu untersuchen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel anfangen, die verschiedenen Erklärungsmuster zu clustern, also zu schauen, welche Gruppen zeigen ähnliche Erklärungsmuster, dann können wir auch herausfinden, dass das Modell zum Beispiel junge Familien anders bewertet als Singles oder kommerzielle Kredite. Das ist natürlich, bietet einen großen Mehrwert. Es ist natürlich immer wichtig zu beachten, dass eine Methode wie SHAP hauptsächlich auf das Modell gerichtet ist. Das heißt, die Informationen, die wir hier mit SHAP über die verschiedenen Kreditanträge extrahieren, die beschreiben das Modell. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise so, dass das die Wirklichkeit abbildet, die in den Daten herrscht, also wie in echt die Zusammenhänge sind, sondern Erklärungsmuster, die das Modell zur Hilfe zieht. Nichtsdestotrotz, da wir das Modell halt nutzen, um Vorhersagen zu treffen, ist das eine sehr, sehr wichtige Information, die wir auch natürlich strategisch nutzen können. Genau, damit würde ich dann auch zum nächsten Use Case springen. Der nächste Use Case, bisschen weniger kritischer Bereich, aber trotzdem sehr spannend, geht es um das Forecasting von, wie erfolgreich ein Sales-Kontakt sein kann. Das heißt, hier ist zum Beispiel eine Firma, die auf einer Basis von einer relativ hohen Zahl von Merkmalen, also zum Beispiel 250 Merkmale, versucht oder ein Modell entwickelt hat, was vorhersagt, wann ein Kundenkontakt am erfolgsversprechenden für einen Verkauf ist. Und es ist natürlich auch dann wichtig in diesem Zusammenhang, dass das Sales-Team in der Lage ist zu verstehen, warum das Modell jetzt einen Kunden als besonders erfolgsversprechend ansieht und warum nicht. Und in der Praxis ist es oft so, dass Sales-Teams das seit Jahren machen, die haben ihre Intuition, wann man am besten einen Kontakt herstellt. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn sowas erfolgreich erfolgsversprechend in der Pipeline eingesetzt werden soll, dass man natürlich in der Lage ist zu erklären, sinnvoll auch, warum jetzt ein Kontakt vielversprechender ist als ein anderer. Genau, und damit würde ich dann auch zur nächsten Methode springen. Auch hier zur Erinnerung nochmal, das ist die LIME-Methode. Die LIME-Methode funktioniert so, dass wir ein Modell haben, das wir nicht nachvollziehen können, also ein Blackbox-Modell. Und wir haben einen Datenpunkt, den wir erklären möchten. Wir erstellen in der Nähe des Datenpunkts ähnliche Beispiele. Mit diesen Beispielen und dem Originaldatenpunkt trainieren wir ein Modell, das wir erklären können, was einfach zu durchschauen ist. Und dieses Modell wird darauf spezialisiert, nicht die Wirklichkeit unbedingt vorherzusagen, sondern das Verhalten der Blackbox zu simulieren. Das heißt, das Ziel dieses Modells ist es nicht, perfekt vorherzusagen, sondern genau zu reproduzieren, was das Blackbox-Modell tut. Auf Basis dessen sind wir dann wiederum in der Lage zu beschreiben, welche Merkmale für diesen einen Fall so wichtig sind. Ist auch nochmal wichtig zu separieren zwischen SHAP und LIME, damit da auch keine Verwirrung aufkommt, dass wir hier bei LIME uns wirklich auf einen Fall konzentrieren, während SHAP uns gleichzeitig Informationen über einen Fall gibt, aber auch globale Informationen liefern kann. Genau, also wie gesagt, ein Vorteil von LIME ist, wir haben eine sehr genaue Beschreibung eines einzelnen Falls und wir können sozusagen verstehen, warum jetzt ein Sales-Kontakt besonders vielversprechend ist oder nicht. Das Coole an diesem LIME-Ansatz ist auch, dass wir das sehr gut in so eine Reporting-Pipeline mit einbauen können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Management oder andere Stakeholder interessiert sind an Informationen, wie trifft das Modell die Entscheidung, dann können wir das sehr gut einfach sehr nativ, intuitiv mit in den Prozess einbinden und auch reporten. Also wenn jetzt zum Beispiel für einen Kundenkontakt wichtig ist, was der Kunde für einen Umsatz macht oder wo der Kunde genau verortet ist, dann können wir das mit LIME highlighten und wissen dann Bescheid für strategische Entscheidungen in der Zukunft. Auch hier, wie schon beschrieben, ist auch wieder interessant, dass Explainable AI uns hier helfen kann, den Kunden, das Vertrauen, das das Sales-Team in unseren Algorithmus hat, zu verstärken. Genau, und damit springen wir auch schon zur letzten Methode. Hier ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich ChatGPT. Wie können wir die erklärbaren Methoden nutzen, um sowas wie ChatGPT erklärbar zu machen? Und eine Möglichkeit wäre das Nutzen von
Counterfactual Explanations, die wir auch eben gehört haben. Und hier haben wir einfach mal den Fall aufgeführt, was, wenn wir ChatGPT fragen, wie viel ergibt 2 plus 5? Und dann sagt ChatGPT uns ja richtigerweise, dass das 7 ist. Dann fangen wir an, diese Frage leicht zu verändern. Nämlich, wir fragen jetzt nicht nur, wie viel ist 2 plus 5, sondern wir sagen auch, dass unsere Frau der Meinung ist, dass das 8 ist. ChatGPT bleibt aber erstmal noch standhaft bei der Antwort, dass es 7 ist und nicht 8. Aber dann geben wir ChatGPT noch die Information mit, dass unsere Frau immer recht hat. Und dann klickt auch ChatGPT ein und gibt zu, dass es natürlich 8 ist. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dazu, wie man sozusagen durch Ausprobieren mit verschiedenen Merkmalen die Entscheidung einer KI auch dann in die andere Seite beeinflusst, auf das Gegenteil sozusagen beeinflussen kann. Und ja, mit diesem Beispiel würde ich auch schon zurückgeben an Andreas. Ja, herzlichen Dank, Luca, und natürlich auch danke, Johannes. Also ich denke, das war eine gute Übersicht über unser Thema Explainable AI. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge weiterer Use Cases oder Anwendungsbeispiele. Wir haben jetzt heute nicht die Zeit, um auf alle einzugehen, aber ich glaube, man kann mal ganz grob sagen, dass letztendlich eben alle dargestellten Blackbox-Algorithmen, ja, also eben neuronale Netze, wo man nicht genau weiß, wie ein entsprechender Algorithmus auf ein bestimmtes Ergebnis gekommen ist, dass man da natürlich die vorgestellten Methoden einsetzen kann oder auch weitere mehr. Und insofern spielt das ganze Thema natürlich jetzt auch eine immer größer werdende Rolle, auch beim Einsatz von generativen Methoden und eben auch durch die zunehmende Regulierung, die wir eben haben seitens der EU oder seitens auch der entsprechenden Länder und Bundesländer. Ja, ich denke, wir können dann direkt schon übergehen auf die Fragen. Und ich möchte aber auch an der Stelle nochmal bitten, gerne weitere Fragen stellen über unseren Chat, damit wir die letzten 10 Minuten, Viertelstunde noch nutzen können. Wir haben unsere Experten noch hier und die erklären sicherlich nochmal sehr gerne auch weitere Fragen, die noch reinkommen. Mhm. Jawohl. Gehen wir doch mal durch die ersten Fragen. Die erste Frage kommt von Marc. Und zwar, wie arbeitet Chat mit Bilddaten? Was entspricht einem Feature und was ein Pixel? Gucken wir beide mal Johannes an. Ja, okay, das übernehme ich gerne. Ja, also erstmal schon mal eine gute Beobachtung. Wir haben es auch auf dem Slide erwähnt. Man kann auch SHAP-artige Algorithmen für Bilddaten verwenden und dann würde genau, wie auch in der Frage schon formuliert, ein Pixel im Prinzip einem Feature entsprechen. Und die Wichtigkeit dieses Pixels, ja, als Farbwert dann dargestellt in dieser Heatmap, würde uns dann die Feature Importance von diesem Pixel geben. Da gibt es dann noch verschiedene Varianten, wie man sozusagen die Koabhängigkeiten zwischen Pixeln auch berücksichtigen kann in so einem Verfahren, wo man dann sagt, ja, Pixel, die nah beieinander sind, sollten auch einen ähnlichen Wert haben. Ja, das kann jetzt nicht sein, dass von einem auf dem anderen Pixel komplett die Wichtigkeit gegenteilig ist oder so, weil normalerweise ein wichtiges Element in einem Bild über mehrere Pixel erstreckt ist. Genau, aber das sind dann, also da gibt es sehr viele Varianten, wie man das dann im Detail implementieren kann. Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, dass es natürlich auch wichtig ist bei Bilddaten, dass die sehr schnell sehr groß werden. Also wenn man Bilder mit sehr viel Auflösung hat, dann wird man auch sogenannte Superpixel machen müssen. Das heißt, man fasst viele Pixel in einer Box quasi zusammen und hat so eine bisschen gröbere Auflösung. Was aber oft auch nötig sein kann bei Bilddaten zum Beispiel, weil die, wie gesagt, wenn man sich das vorstellt, 1000 mal 1000 Pixel oder so, natürlich relativ viele Merkmale sich schnell anhäufen. Danke, ja, für das Kommentar. Sehr wichtiger Punkt. Mhm, jawohl. Dann schauen wir mal die nächste Frage. Die kommt von Hans Ulrich. Und zwar möchte er gerne wissen, welche Programmiersprache bzw. Software wird für XAI eingesetzt? Ja, das lässt sich relativ leicht beantworten. Also man kann da natürlich generell alle Programmiersprachen einsetzen, die man auch sonst einsetzen kann für Data Science im weitesten Sinne und KI. Also Java, C, C++, aber vor allem Python ist so das Übliche. Die meisten wichtigen Bibliotheken für erklärbare KI sind, glaube ich, in Python geschrieben, kann man schon so sagen, ja. Mhm. Dann kam jetzt gerade noch eine Frage rein von Alexander. Und zwar fragt er, kann man mit LIME nicht auch eine globale Sicht auf die Features bekommen?
wenn man die Explanations für repräsentative Anzahl von Datenpunkten kumuliert? Guter Punkt, ja. Also ich sag mal ja, ich würde mal an Luca weitergeben an der Stelle. Es ist ein bisschen so, dass bei Lime die Erklärung natürlich ein bisschen spezifischer für einen einzelnen Datenpunkt ist, weil wir das Modell natürlich immer an der Nachbarschaft eines bestimmten Datenpunkts trainieren. Das heißt, man kann zwar schon die Erklärung akkumulieren, wenn man das möchte. Es ist bei Shep aber ein bisschen mehr Vorsicht geboten, als das jetzt bei Lime ein bisschen mehr Vorsicht geboten als bei Shep, weil wir natürlich immer den sehr speziellen Fall dieses speziell trainierten Modells haben. Also da geht es dann auch um so Punkte, wie macht man die einzelnen Feature Importances von den einzelnen Arealen im Datenraum vergleichbar. Ja, die könnten sich möglicherweise in unterschiedlichen Skalen bewegen von den zugeordneten Wichtigkeiten. Mhm. Dann gab es noch eine Frage, Luca, es geht eher so in deine Richtung zum Thema Reinforcement Learning. Gab es da eigentlich Erkenntnisse mit Explainable AI, also wo du dann aufgrund von XAI gesagt hast, so, oha, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht oder irgendwas, wo du da überrascht warst? Ui, ich würde sagen, es ist gerade noch ein sehr, sehr sich entwickelndes Forschungsfeld, weil gerade bei den Reinforcement Learning Sachen jetzt noch nicht so standardmäßig die Explainable AI etabliert ist. Ich denke, also gerade bei uns im Forschungsprojekt, wo wir auch uns mit autonomen Fahren und dem Bereich Explainable AI beschäftigen, hat man immer wieder gesehen, dass es schon interessante, nicht intuitive Dinge gibt, worauf sozusagen geguckt wird. Ich würde aber ehrlich gesagt, habe jetzt keine Anekdote im Kopf, die ich jetzt so hervorheben würde. Also ich finde es immer wieder eigentlich beeindruckend, wie schnell auch richtig gelernt wird. Ne? Also ich hätte jetzt nicht direkt ein Beispiel, wo ich sagen würde, das hat mich total schockiert, worauf das Modell schaut, sondern ich bin immer wieder überrascht, wie sozusagen ein Modell, das nie eine explizite Information darüber gekriegt hat, dass ein Stoppschild wichtig ist, einfach aus dem Nichts verstehen kann, dass das Stoppschild wichtig ist, weil es sozusagen so oft probiert hat und immer wieder in der Simulation Unfälle gebaut hat, bis es versteht, okay, wenn da ein Stoppschild ist, dann halte ich erstmal an und schaue. Und ich glaube, das ist für mich echt immer wieder ein sehr beeindruckende Erkenntnis, die man mit Explainable AI halt auch sehr gut abbilden kann. Ne? Also man sieht nicht nur das Endresultat, sondern man hat auch sozusagen wirklich die Information, wow, es ist wirklich das Stoppschild gelernt worden. Cool, ja, danke. Ich hätte noch eine Frage auch dann an Andi. Gerade so, wenn man jetzt an die Kundenprojekte denkt und wie das auch für den Kunden relevant sein kann, kannst du uns da irgendwie eine Einschätzung geben, was jetzt so die größten Einflussfaktoren da sein können? Ja, ich denke natürlich, der Druck wird wahrscheinlich sehr stark aus der Regulierung tatsächlich kommen. Ja, und da warten wir natürlich auch alle ab, was jetzt die Umsetzung des AI-Acts, aber auch weiterer Regulierungen, die auf eben bundesrepublikanischer Ebene passieren, aber auch aus EU-Ebene. Aber natürlich spielen auch weiterhin altbekannte, sagen wir mal, Regulierungen eine große Rolle, wie zum Beispiel Datenschutz und Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort. Ja, wenn man zum Beispiel mal sieht, wir hatten ein Projekt, da ging es auch um den Nachweis gleicher Sicherheit, war da auch der Titel. Ja, da ging es eben auch darum, dass wenn man über Bilderkennung über einen Machine Learning Algorithmus sozusagen bestimmte Auffälligkeiten entdeckt, wie kann man denn nachweisen, dass diese automatische Erkennung über Bilder und Videos genauso gut ist oder mindestens genauso gut ist wie von einem menschlichen Gutachter. Mhm. Ja. Und das sind natürlich schon auch in der Praxis enorm relevante Fragestellungen, weil wenn man sich das jetzt eben vorstellt bei dem Transport- und Logistikwesen, ja, wo es ja eben dann auch um Züge geht, um LKWs geht, um Autos geht, um Flugzeuge vielleicht auch geht, dann muss man natürlich auch absolut sicher sein, dass man keinesfalls eine Verschlechterung der Qualität hat und dass man letztendlich natürlich den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben genügt. Ja. Und ich denke, in vielen Bereichen, ob das Pharmaindustrie ist, ob das Gesundheitswesen ist, ob das eben aber tatsächlich auch Transport und Logistik ist, aber natürlich auch vielfach im Versicherungswesen, im Bankwesen. Ja. Wir haben enorm viele regulierte Bereiche, wo ja auch die Regulation jetzt kein Ärgernis ist oder sowas, sondern wo es natürlich auch gute Gründe hat, warum man diese Regulatorik eingeführt hat und warum man die befolgen soll. Und ich glaube, da ist es natürlich diese große Abwägung. Auf der einen Seite wollen diese Branchen und Firmen natürlich auch moderne KI und Machine Learning nutzen,
um, sagen wir mal, ihre Prozesse zu automatisieren, um Dinge günstiger und schneller zu machen für den Endverbraucher. Aber auf der anderen Seite hat man eben die Anforderungen aus der Regulatorik, aus diesen guten Gründen. Und da kann eben Expandable AI letztendlich in all diesen Belangen helfen, besser zu verstehen, was in diesem Blackbox-Verfahren funktioniert und wie man eben dann auch entsprechend die Regulatorik und die Gesetze befolgen kann. Ja. Wir sind da übrigens auch im Austausch tatsächlich auch selbst mit Regulierungsbehörden, weil natürlich auch jetzt die Regulierungsbehörden ja kein abstraktes Gremium sind, sondern es sind ja letztendlich auch Menschen, die da in verschiedenen Konstellationen, auch mit Verbänden und so weiter, aber auch Expertenfirmen wie uns zusammenkommen. Und da geben wir natürlich auch gerne unseren Expertenrat, um natürlich auch schon im Vorfeld, wenn eine neue Regulierung entsteht, unseren Beitrag zu leisten, wie die möglichst auch praxisgerecht aufgesetzt werden kann. Ja, macht total Sinn, auf jeden Fall. Dann kam noch eine neue Frage, neue Fragen rein. Die eine Frage ist, wenn man jetzt einen Bias erkennen würde, wie zum Beispiel das Geschlecht, wie man den denn mit Hilfe von XAI eliminieren könnte? Ja, da gibt es zwei große Stellschrauben. Das eine ist, das Modell iterativ verbessern, ja, also wirklich nochmal genau reingucken, nochmal versuchen, nochmal genau analytisch zu verstehen, warum das Modell jetzt das Geschlecht so hoch bewertet hat in der Stelle. Oder die andere Stellschraube ist, die Daten entsprechend anders auszuwählen. Oft ist halt das Problem, dass die Daten selbst schon gebiased sind. Das heißt, dass man zum Beispiel, das ist in der Medizin oft vorgekommen, kennt man vielleicht, dass da einfach in den Kohorten der Teilnehmer bei Studien einfach nur Männer waren, ja. Und damit hatte man keine Aussagen für Frauen oder so. Und ganz ähnliche Probleme gibt es natürlich in dem Bereich auch. Aber das ist eben genau die Stärke von Explainable AI, auf sowas hinzuweisen, ja. Und dann kann man eben hingehen, wie gesagt, entweder bei den Daten nochmal nachgucken, nochmal nachschärfen oder im Modell selber vielleicht auch ein anderes Modell auszuprobieren. Das Schöne ist ja auch, was wir jetzt gar nicht so stark betont haben, aber viele dieser Methoden, die wir jetzt heute hier gezeigt haben, sind vor allem modellagnostische Methoden. Das heißt, die kann man theoretisch auf beliebige KI-Modelle anwenden und kann die Modelle austauschen und kann dieses Gerüst der erklärbaren KI sozusagen drumherum trotzdem so belassen, ja, und dann quasi nochmal die gleiche Analyse fahren, nur diesmal mit einem anderen Modell und gucken, ob sich zum Beispiel verbessert hat. Vielleicht ergänzend, also aber gerne korrigieren. Ich denke, das Spannende ist ja auch, dass man überhaupt über Explainable AI dann auch problematische Features erkennen kann. Ich sage jetzt mal so Themen, die oft sehr offensichtlich sind, wie jetzt Geschlecht, sind vielleicht noch die, die man auch schon in Eingangsdaten ja direkt erkennen kann, ja, und wo man dann vielleicht auch die Features konkret rausnehmen kann. So ist, glaube ich, im Versicherungswesen. Aber problematischer ist ja eben oft gerade beim Machine Learning, dass bestimmte Features verwendet werden, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt als problematisch erscheinen, die man dann aber im Nachhinein merkt, hoppla, die haben doch eine erhebliche Gewichtung und die sind problematisch. Ja, und ich glaube, dafür ist XR auch geeignet, um eben solche Features zu detektieren und letztendlich dann zumindest zu überlegen, wie geht man damit um. Genau. Bisschen schwieriger wird es dann mit Kombinationen von Features, die dann problematisch sind. Also wenn nur eine gewisse Kombination an Eingangsgrößen zu einem Problem führen oder zu einer Situation, die wir nicht möchten. Aber auch da gibt es dann auch elaboriertere Verfahren, wie man auch sich diesem Problem widmen kann. Jawohl, da gab es, glaube ich, noch eine Rückfrage. Und zwar, ob bei Counterfactual Explanations keine Daten oder Modelle gebraucht werden. Also Modelle werden gebraucht. Man braucht ja irgendeinen Gegenstand der Untersuchung sozusagen und das ist das Modell. So wie jetzt bei unserem ChatGPT-Beispiel war halt ChatGPT das Modell, das wir da jetzt quasi getestet haben und eine Counterfactual Explanation konstruiert haben, ja, indem wir das Modell darauf hingewiesen haben, dass unsere Frau immer recht hat, ja. Da werden genauso Modelle gebraucht und die Modelle werden natürlich mit Daten trainiert. Und wir haben einen Datenpunkt erzeugt, künstlich sozusagen, den wir reingefüttert haben. Was ich an der Stelle vielleicht noch ganz gerne erwähnen würde, das Beispiel haben wir jetzt nicht wir erfunden, wir haben das Beispiel nur gemünzt auf Counterfactual Explanation. Das habe ich diese Konversation mit dem Chatbot, die ist einmal quer durchs Internet gewandert und das hat auch für viele Lacher gesorgt. Das haben wir uns
geliehen. Ich würde vielleicht, was auch noch spannend ist in dem Kontext, wenn nach Daten gefragt wird, ist natürlich immer, dass im Detail liegt ja immer so die große Frage. Und wie man jetzt Counterfactual Explanations, also die Counterfactuals erzeugt, mit denen man das Modell, was man hat, immer wieder testet, das ist, wo die Verfahren dann teilweise auch wirklich komplex werden. Also wenn man sich zum Beispiel Methoden wie SHAP anguckt oder so, die brauchen oft ein Datenset dahinter, aus dem sie sich sozusagen ihre Veränderungen der Merkmale ziehen, während sowas wie LIME eher zufällig quasi in Raum abwandert. Oder wir sozusagen bei den Counterfactuals auch auf gewisse Methoden zurückgreifen, um halt gute Counterfactuals zu erzeugen. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man da auch im Hinterkopf behält, dass da auch gewisse Annahmen hinterstecken, die nicht immer so stimmen müssen. Absolut, ja. Ja, ich würde dann fast sagen, wir sind zum Ende unseres Webinars angelangt. Wir haben jetzt soweit alle einkommenden Fragen beantwortet. Natürlich würden wir gerne einladen, dass ihr auch gerne nochmal im Nachgang weitere Fragen an uns senden könnt. Wir haben unsere E-Mail-Adressen eingeblendet, sodass wir gerne auf eure Fragen auch im Nachgang noch eingehen können. Und ja, damit wären wir am Ende unserer Session angelangt. Ich möchte nochmal allen Beteiligten auch herzlich danken, auch Luca remote heute dabei, dass das so gut geklappt hat. Und wir freuen uns natürlich eben über euer Interesse und würden gerne diese Art von Sessions gerne weiterführen. Und von daher nicht nur bei Fragen, sondern gerne auch bei Anregungen, was für weitere Themen interessant wären, gerne an uns melden, damit wir auch über die Zeit der Webinare noch gut weiterentwickeln können und freuen uns über regen Zuspruch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.